Boah. Hallihallo und herzlich willkommen zu Resident Evil. Ups, Lex. Was ist los? Zu Resident Evil 2. Sie das mit? Ich glaube, hier bin ich gleich. Ich muss zum Parking und... One Resident Evil. Oops, wir wollen was. Ding. Energie in Ordnung. Tut mir leid, ich habe das gerade nicht gelesen. Das ist halt auch so ein. Schade, schade. Ja, das ist üblich in Red. Los. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Hey. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Yeah, yeah, I can. Das ist die erste Begegnung mit Ada Wong. Die Handbremse ist los, aber alleine kriege ich das nicht. Okay. So. Ada, wait! Ada! Oh, die läuft gerne nach vorn. Immer vor. Munition, juhu! Patronen mitnehmen, ja. Mhm.
mitnehmen, natürlich. Alles mitnehmen von Heilung, wenn es gibt. So, und die mixe ich schon mal zusammen. Weiter mischen, ja. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. Do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Yo! Weiter geht's. Aber zuerst müssen wir das hier mitnehmen. Gullistange mitnehmen. Wie ich mich jetzt recht erinnere, müsste ich jetzt zum... Also dorthin zum... Moment, habe ich noch Slots? Ja, ne. Muss ich gleich welche wegschmeißen? Welche wegtun? Habe ich noch Zeit? Ja, ich habe Zeit. Ja, das ist immer das Problem bei Resident Evil. Oder? Autopsieraum beschlossen unter dem. Ach. Ich hab dann trotzdem nichts frei. Erstmal die ganzen Kräuter weglegen, genau. Damit ich paar Slots frei habe. Aber ich geh doch da. Ach, Scheiße. Ja, gehen Sie runter. Ja, gehen wir mal runter. Yeah. So. Das tun wir rein, das tun wir rein. Und das lassen wir mal so. Wollen Sie die Leiter hinaufklettern? Klar, warum nicht?
Scheiße ausweichen gehen. Ja. Oh, jetzt hätte ich die die Stecker mitnehmen können. Ach. Egal. Parkplatz. Hey, mir ist auch gefallen, dass ich noch gar nicht gespeichert habe. Sie schießt. Okay, hier ist glaube ich nichts Nützliches. Benutzen wir den Gullistange. Okay. Wollen Sie die Leiter runterklettern? Yeah. Das war knapp. Ja, so. Nee, nehme ich schon mal mit. Ersten benutzt. Zweiten benutzt. So. Jetzt kommt, glaube ich, die Cutscene. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Yeah, jetzt spielen wir mit Ada. Zombie und schau wie das war. Yeah, schaff's noch. Okay Leute, das war's mit Resident Evil 2 Part 5. Bis dann Leute, tschüss. Dann nochmal. Immer noch Vorsicht. Autopsieraum beschlossen. Okay, Leute, hier muss ich schneiden. Tschüss.